Mein Name ist Sabine Weiland. Ich habe eine Frage an den Herrn Heil. Die Sozialdemokratie setzt sich ja seit vielen Jahren für Gerechtigkeit insbesondere auch ein. Und ich möchte Sie fragen, inwieweit Sie das gerecht finden, jetzt einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, die Rente, also Rentenquote wieder auf 48% zu erhöhen. Also ich selber werde mal eine sehr gute Rente haben und verstehe nicht, warum ich mehr Rente kriegen soll und meine Kinder oder viele andere Kinder in der nächsten Generation dadurch belastet werden. Natürlich kann man sagen, es ist fair, wenn alle 48% bekommen. Das ist gerecht, aber es ist nicht gerecht gegenüber der jungen Generation aus meiner Sicht. Also wie können Sie das als Gerechtigkeit verkaufen oder sich dafür einsetzen? Ganz herzlichen Dank für die Frage, weil ich erst mal aufklären kann, es geht nicht darum, irgendwas zu erhöhen, sondern es geht um die Frage, ob wir zugucken, dass das Rentenniveau sinkt. Und das wird es ab 2027 tun, und das würde de facto bedeuten, dass die Kaufkraft von Menschen, die im Ruhestand sind, sinken würde. Und das betrifft nicht nur die Rentnerinnen und Rentner von heute, sondern gerade die nachwachsende Generation. Darf ich mal ein praktisches Beispiel machen, weil wir reden ja über Menschen. Stellen Sie sich eine Krankenschwester in Sachsen vor, die ist heute 49 Jahre alt. Ja, wir müssen ja über die Realität von Menschen reden. Nee, jetzt, ich höre Ihnen gern zu, aber Sie müssen das dann auch ertragen, auch wenn wir nicht vielleicht einer Meinung sind. Aber mir geht es um ganz praktisches Leben von Menschen. Nehmen wir mal eine Krankenschwester, die heute 49 Jahre alt ist und die wahrscheinlich so um 2040 herum in Rente geht. Muss die dann übrigens auch aus meiner Sicht, weil die kann nicht bis 67 oder 70 arbeiten an dieser Stelle. Der Unterschied ist, wenn wir das Rentenniveau sichern, ist das ein Unterschied für die pro Jahr von 1.100 Euro. Und ich finde, das muss unserer Gesellschaft auch was wert sein. Die Frage, die Sie beschrieben haben, ist eine, die dahinter steckt, nämlich wie kriegen wir Alterssicherung stabil finanziert in einer älter werdenden Gesellschaft? Denn das ist die eigentliche Aufgabe, vor der wir stehen. Und da kann ich Ihnen sagen, das ist nicht nur eine Frage des Rentenrechts, sondern eine Frage, wie viele Menschen haben wir im berufsaktiven Alter in Arbeit? Es gibt ja so ein paar Leute, die haben schon vor 10 Jahren den Untergang der gesetzlichen Rente prognostiziert. Die haben sich aber geirrt, weil wir heute 5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mehr in Arbeit haben, als die prognostiziert haben. Und die haben gesagt, der Beitrag wird massiv steigen. Er ist ziemlich genau seit 7 Jahren bei 18,6%. Bei Helmut Kohl war er übrigens schon mal früher bei 20%. Das heißt, ich muss ein bisschen aufklären darüber, warum wir Dinge machen. Und angesichts der Tatsache, dass vor allen Dingen im Osten der Republik übrigens viele Menschen allein auf die gesetzliche Rente angewiesen sind und nicht noch eine Betriebsrente dazu haben oder eine private Altersvorsorge, möchte ich, dass wir für alle Generationen auch die gesetzliche Rente stabil halten. Nicht nur für die Rentner und die Großeltern, sondern auch für die Eltern und die Kinder. Es geht gerade um die jungen Leute. Und ich glaube, dass das in dieser Gesellschaft auch so ist, dass uns Sicherheit im Alter was wert sein muss. Das ist der Hintergrund, warum ich das, was wir machen, auch generationengerecht finde und nicht Klientelpolitik, wie es manchmal dargestellt wird, für die Rentner von heute. Aber auch die haben sich das übrigens verdient, dass ihre Kaufkraft nicht abgekoppelt wird. Ein letzter Punkt zur Aufklärung. Über diesen Begriff Rentenniveau gibt es ganz viele Mythen. Diese 48% sind, ich sage es jetzt mal spaßig, nicht 48% vom letzten Netto. Sondern es ist die Frage, ob Lohn- und Gehaltsentwicklung und Rentenentwicklung noch korrespondieren. Also wir hatten letztes Jahr eine ganz ordentliche Lohnentwicklung, deshalb gibt es in diesem Jahr auch eine ordentliche Rentenerhöhung. Wenn die Löhne sich nicht gut entwickeln, steigt auch die Rente nicht so stark. Und die spannende Frage ist, entkoppeln wir das? Und da sage ich nein, weil es ist auch eine Frage von, ich sage mal, Leistungsgerechtigkeit, das Leben nach der Arbeit auch sozial abgesichert ist an dieser Stelle. Ich habe Sie nicht überzeugt, aber das ist meine Meinung. Aber stellen Sie gerne eine Nachfrage dazu. Vielleicht habe ich meinen Punkt nicht ganz klar gemacht. Es ging mir nicht darum, Leute, die eine geringe Rente haben, eine gute Rente zu bezahlen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern ich frage mich, warum Leute, die eine gute Rente haben, und von denen gibt es ganz schön viele, warum die auch weniger absinken können. Es gibt ja in anderen Ländern zum Beispiel Höchstrenten oder Verteilungen zwischen guten Renten und schlechten Renten. Und hier machen wir einfach pauschal, dass alle jetzt eine weniger starke Absenkung oder gar keine Absenkung haben werden. Das war eigentlich mein Punkt. Also ja, da würde ich gerne zwei Sachen zu sagen. Auch unser gesetzliches Rentensystem kennt sozialen Ausgleich. Das ist der Grund dafür, dass ich eine Grundrente durchgesetzt habe, dass Menschen, die viel zu wenig verdient haben, aber immer fleißig waren, am Ende auch mehr haben müssen als die Grundsicherung. Das finanzieren wir übrigens dann aus Steuern und nicht aus Sozialversicherungsbeiträgen. Oder die Kindererziehungszeiten, Stichwort Mütterrente.
Aber ganz können wir nicht so eine Einheitsrente schaffen, sage ich jetzt mal überspitzt, weil das sind eigentumsgeschützte Ansprüche. Menschen haben dafür eingezahlt. Und Menschen, die viel eingezahlt haben, haben, das nennt sich Äquivalenzprinzip, auch einen höheren Anspruch. Aber auch die gesetzlichen Höchstgrenzen sind nicht so hoch, wie viele denken. Es gibt trotzdem Menschen, die im Alter super abgesichert sind. Das sind aber in der Regel Menschen, die nicht nur eine gesetzliche Rente haben, sondern dazu noch eine Betriebsrente oder eine private Altersvorsorge oder Wohneigentum. Das heißt, wir haben auch keine Massenverelendung von Rentnern, wie einige das von links darstellen, weil es viele Menschen gibt, die das zusätzlich haben. Also ein bisschen was können wir tun. Es gibt eine Stellschraube, die will ich ganz offen sagen, die könnten wir bewegen, also nicht die Renten oben kürzen und unten mehr geben. Das ist verfassungsrechtlich nicht möglich, weil es Ansprüche sind, die Menschen durch Einzahlung erworben haben, auf die sie sich auch verlassen können. Aber sie könnten natürlich, da muss ich allerdings sagen, das ist nicht Teil des Koalitionsvertrags, auch einen anderen Weg finden, um einen gerechteren Ausgleich hinzubekommen, nämlich die Beitragsbemessungsgrenze anzuerheben und dafür zu sorgen, dass Menschen, die ein hohes Einkommen haben, ein Stück mehr einzahlen, damit das Rentensystem stabiler ist. Ich prognostiziere, das wird irgendwann auch eine solche Debatte geben, aber das habe ich mit Christian Lindner noch nicht geklärt und deshalb konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die Sicherung des Rentenniveaus, weil das, wie gesagt, für alle Generationen wichtig ist. Danke, dass Sie durch Ihre Frage aufgeklärt haben, um welchen genauen Punkt es Ihnen geht. Danke, Frau Weber, Sie wollten noch was ergänzen. Genau, also es klang jetzt gegen Ende schon so ein bisschen an, aber ich finde, es ist ja auch eine Frage, die sich im Größeren stellt, wenn es um Vermögensverteilung und Gerechtigkeit in diesem Bereich geht. Und dass man natürlich auch über so Themen wie nicht nur Einkommensteuer, sondern auch Vermögensteuer eigentlich mal reden sollte. Und wie sieht es eigentlich mit den Millionären und Milliardären und Milliardärinnen aus? So. Und das, glaube ich, schwingt in dieser Frage so ein bisschen mit, verteilen wir Geld eigentlich gerecht und ginge das nicht gerechter, sodass am Ende idealerweise alle ein bisschen mehr haben. Und ich weiß, auch das ist wahrscheinlich mit dem Finanzminister gerade schwer zu machen, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, das hier einmal anzusprechen, dass das natürlich absolut ein Thema ist. Absolut. Ich will nur einmal ganz offen miteinander reden, wenn wir über Verteilungsfragen, also nicht nur Verteilung von Lebenschancen, das hat ja auch damit zu tun, sondern über Verteilung von Einkommen und Vermögen reden. Dann ist das Erste, was mir einfällt, sich zu überlegen, wo ist das eigentlich mal so weit auseinandergegangen? Und die Wahrheit ist bei der Primärverteilung, wie die Ökonomen sagen, das heißt bei der Verteilung von Gewinnen und Arbeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das mit den Löhnen hinkriegen. Ich sage Ihnen das ganz offen, das ist die Primärverteilung zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten. Und das ist der Grund, warum wir Mindestlohn als Thema haben und Tarifbindung. Und das Zweite ist dann die Sekundärverteilung des Staates über Steuern und Abgaben und Belastung des Staates. Darüber kann man mit mir immer reden, aber ich gebe ganz offen zu, dass wir da im Moment keinen Koalitionsvertrag haben, der das ermöglicht. Das muss man auch offen sagen. Ja, natürlich, ich bin immer der Meinung gewesen, dass der Satz aus dem Grundgesetz Eigentum verpflichtet zählt und dass Leute, die ein hohes Einkommen haben, auch einen Beitrag leisten müssen, weil sie in diesem einen Land leben und übrigens von diesem Land auch was haben. Das finde ich ganz persönlich richtig. Deshalb haben wir eine Progression in der Einkommenssteuer. Die Vermögensbesteuerung ist übrigens nicht abgeschafft, sie ist mal ausgesetzt worden. Es gibt Länder, die sind unverdächtig kommunistisch zu sein, wie die Vereinigten Staaten von Amerika oder andere, die eine hohe Vermögensbesteuerung haben. Wenn sie das allerdings machen, dann kommen die Polemiker dagegen und die sagen, das ist aber auch Betriebsvermögen und Ähnliches. Ich finde, das müsste man unterscheiden können. Und dann lohnt sich Aufwand und Ertrag nicht an dieser Stelle. Nee, mit mir könnte man das machen. Aber es ist ein Beispiel dafür, dass in der Politik nicht reicht, einfach eine Meinung zu haben, sondern muss man dafür Mehrheiten erkämpfen. Die sind im Moment parlamentarisch nicht vorhanden, weder mit der Opposition noch mit dem einen Koalitionspartner. Hier vorne. Die Zeit rennt uns langsam aber sicher davon. Ich bedanke mich, dass